Hier ist Teil 2 vom krassesten Edeka in Berlin. Wenn ihr was für eure Mittagspause braucht, werdet ihr auch hier auf jeden Fall fündig. Folgt einfach immer eurer Nase. Ich war an dem Tag mit meinem Papa da, weil wir zusammen kochen wollten und wir haben uns für Fisch entschieden. Deswegen lag unser Fokus auf der Fischabteilung. Erst hatten wir überlegt, Jakobsmuscheln zu nehmen, aber die waren uns ein bisschen zu klein und deswegen haben wir uns dann für Seeteufel entschieden. Und wenn ihr Fans von Muscheln und Austern seid, werdet ihr auch hier fündig. Wenn ihr nicht so auf Fisch steht, ist vielleicht die Fleischabteilung was für euch, denn auch hier gibt es ein Tresor mit Dry-Aged Beef. Aber auch andere feine Sachen könnt ihr dort erwerben, wie zum Beispiel Bison, Entrecot, Filetsteak und so weiter und so weiter. Und wenn ihr etwas nicht findet, fragt nach, sie können es euch auf jeden Fall bestellen. Oder im besten Fall haben sie es sogar hinten. Da gerade Oktoberfest ist, gibt es auch eine bayerische Ecke, wo ihr von Würstchen und Leberkäse bis hin zu Oberster alles findet, was das bayerische Herz begehrt. Jetzt abonniere noch ganz schnell meinen Kanal, damit du auch das dritte Video nicht verpasst. Und lass mich mal unten in den Kommentaren wissen, was bisher so dein Highlight in diesem Edeka war. Und wir sehen uns in Part 3.